zack, sind wir am Challenge Ort Nummer 3. Und wie gesagt, jeder, der Ocarina of Time sieht, na, selbst die, die es nicht sehen, was habe ich in der Hand? Na, Angel. Ja, und hier, das war wieder Tims Idee. Ja, die nächste Challenge ist, wer kann mit seiner Angel hier, diese Stelle hier, wo ich stehe, am besten stauen und hier den so einen richtig schönen Staudamm bauen, und zwar nur mit der Angel. Fast. Geht das? Dann nein. Nein, wir machen das offensichtlicher. Also, wir haben eine Zeit von 4 Minuten vereinbart und ja, wer innerhalb von den 4 Minuten den größeren Fisch angelt, der kriegt den 3. Punkt. Und ich habe jetzt schon nicht gedacht, dass es so spannend wird, weil 1:1, 3 Challenges sind noch offen. Ich bin echt gespannt. Ja, mein Link gähnt und streckt sich. Also ich würde sagen, fangen wir gleich mal wieder an. Und zwar... Ja, ich halte meinen fit, ich laufe rum. Ja, komm, also, anfangen, mein Timer los. Steht und 4 Minuten in 3, 2, 1 und go. Ha, ich habe gemogelt, ich habe eine Sekunde vorher die Angel ausgeworfen. Unfair, weil ich noch die Hand nicht mal frei hatte. Attack? Nee, wie wirft man denn die Angel aus? Okay, so. B. Das wird mein erster Fisch. Und wie zieht man sie ein? So. Da, der sieht doch schon wuchtig aus. Komm. Das ist unglaublich groß, heftiger. Ja. Ich glaube, kein Bossfight hat so eine spannende Musik, wie wenn man so einen Fischhai am Haken hat. Oh, meiner kämpft aber richtig, der will nicht rein, ey. Jetzt komm, und das ist wahrscheinlich so ein kleiner Pups. Ja, das macht mir jetzt schon Sorgen, weil, soweit ich weiß, je heftiger sie sind, desto mehr zappeln sie. Nee, meiner ist 6 Pfund, das ist lächerlich. Das ist gut, meiner ist 7 Pfund. Wundervoll, jetzt wollen wir... Nein, verdammt. Da war, glaube ich, ein großer. Nee, wo war der große? Ich meine hier. So. Komm schon, Dicker. Das Tolle ist, fand ich immer beim Angeln, dass die tolle Kakariko-Musik gespielt wird. Das heißt, du kannst auch einfach mal schön chillen, weil die beste Musik im Spiel, also für mich, läuft hier. Wie kann man seinen Fisch losladen? Der Winzling, den will ich überhaupt gar nicht. Du darfst dich da echt nicht täuschen lassen. Manchmal sind die total klein aussehen, am Ende voll dick. So. Ich nehme einfach jeden, also den nehme ich nicht. Der war definitiv kleiner als der von vorhin. Da war ein großer. Irgendwo da war ein großer. Meiner sah zum Beispiel jetzt klein aus und hat jetzt auch 7. Den will ich. Komm. Den will ich, komm. Beiß an! Lecker Angelhaken! Miami! Miami! Beiß an! Du dummer Fisch! Okay. Hier ist ein so ein richtig dicker im See, aber der wollte gerade nicht anbeißen. Jetzt hat so ein kleiner angebissen. Den würde ich eigentlich ganz gerne loslassen. Ja, siehst du? Hast du nicht gesagt, du fängst jeden Fisch? Ja, weil wenn da so ein ganz großer Dicker offensichtlich daneben steht. 1:40. Sind's noch übrig? Das geht ja voll schnell um. Nein, die Zeit. Ist mir völlig egal. Einer von euch beiden muss doch anbeißen. Lass mal länger angeln. Das geht ja voll schnell um. Na, 4 Minuten ziehen wir jetzt durch. Ach Mann, noch 1:20. 9 Pfund. Nein, du dummer Fisch, du beißt jetzt an. 1:10. Komm schon. Komm schon! Njami! Njan. Ach, bitte nicht! Bitte nicht! 55 Sekunden! Da, nehme ich... Komm schon! So wenig nur noch? Oh, hoffentlich schaffe ich es in der Zeit. Komm schon! Noch 44 Sekunden, komm! Ja, den kriege ich eindeutig! Komm schon! Ich will... Und der Fisch, der sieht groß aus. Wie lange? Well, it's about... Verdammt, nur 7 Pfund. Nach 30 Sekunden. Letzter Versuch, vielleicht langt's ja noch. Ach, das wird knapp. Komm schon. Irgendeinen. Hopp. Die sehen groß aus, aber von den beiden beißt keiner an. Bitte... Die Zeit ist um.
Jetzt. Schade. 4 Minuten um. Den will ich trotzdem noch fangen. Ja. Komm schon, beiß wenigstens an. Dann habe ich die Glücksspielrunde wohl gewonnen. Ja, eindeutig. Der Fisch, hey. Der sieht wirklich riesig aus. Ich bin ist auch riesengroß, aber... Ich habe auch den einen dicken, aber die sind halt so schwer an die Angel zu bekommen. Die beißen immer nicht an. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung. Ich habe Bauklötze an meinen als Angelköder. Oh Gott, die Uhr nervt. Kurzer Moment, stopp. Das Piepen ist richtig nervig. Ja, gut. Schade. Das war bestimmt ein Riesenfisch. Ja, links streckt sich wieder. Ich habe meinen auch dreimal versucht, aber der wollte nicht anbeißen. Aber ich habe ja immerhin den einen Neuner. Ich habe 9 Kilo gefangen, 9 Pfund gefangen. Tja, 2-1 steht's für dich. Dann würde ich sagen, juhu. Sprung zur vierten Challenge. Battle Nummer 4. Und wir betreten düstere Höhlen. Der grausamste und gruseligste Ort in ganz Kakariko, der Friedhof. Und da gibt's ein Grab des Totengräbers. Und wenn man dieses nach hinten zieht und sich in die, ich zeige es nochmal, Abgründe hier hineinstürzt, dann trifft man ihn. Vor 7 Jahren irgendwann gestorben, aber nie zur Ruhe gekommen. Hier ist er, der Totengräber. Und er hat nur einen Wunsch, mit irgendwelchen Leuten um die Wette zu rennen. Fertig? Ja, sorry, ich wollte es ja irgendwie gruselig aufbauen. Jetzt hast du alles weggenommen. Schade. Tja, das war meine Idee. Und zwar, soweit ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dass er die Zeit stoppt, die man braucht. Aber egal, wir starten einfach zum gleichen Zeitpunkt. Die Zeit läuft praktisch mit uns mit, die wird uns immer angezeigt. Ich hoffe es, das wäre gut. Und ich hoffe überhaupt, hoffe ich, dass wir beide das rechtzeitig zum Ziel schaffen. Ja. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das immer beim ersten Versuch geschafft habe. Naja, ich habe hier bereits Textbox mit dem letzten Teil ist Follow me if you dare. Bist auch soweit? Achso, warte dann. Are you fast on your feet? I may not look like it, but I'm comfortable with my speed. Let's have a race. Follow me if you dare. Dann würde ich sagen, ich zähle von 3 abwärts und dann drücken wir X und rennen los. In 3, 2, 1 und los geht's. Ist auch interessant zu wissen, welchen Controller du benutzt, wenn du sagst X. Ein Xbox 360 Controller, der, ich habe da ganz der GameStar vertraut, die den als wirklich Nummer 1 angegeben hat. So, auch diese blöden Feuerdinger. Ich renne noch in eins rein, ich weiß es. Ich weiß es, ist mir immer passiert. Ich bin schon in eins rein. Du entkommst mir nicht. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo er lang gegangen ist. Jetzt bin ich auch rein. Das sieht wohl schlecht aus für mich. So, die erste Tür habe ich hinter mir. Ich bin raus, ich habe seinen Weg verloren. Ich gönn dir nochmal einen zweiten Versuch, wenn du magst. Nein, weiter. Nicht immer ja, ich renne jetzt auf jeden Fall durch, aber du kannst es ja nochmal probieren. Die Zeit wird, wie gesagt, angezeigt. Wenn du es aber beim zweiten auch nicht schaffst, ihm hinterher zu kommen, oh nein. Oh nein, zum zweiten Mal in die Flammen. Der ist links lang. Link? Ja, da sind die Fackeln. Jetzt rechts? Nein, links. Hinterher. Lauf, Link, lauf. Schneller. Nein, es tickt schon. Das tickt aber lange, schaffst du schon noch. Ja, ich hab's geschafft. In 1:08 bin ich am Ziel angelangt. Ich hätte gerne einen zweiten Enterhaken. Das ist halt immer so fies, wenn er die direkt hinter der Ecke die Fackeln hinlegt. Ja, deshalb meistens renne ich da einen kleinen Bogen und guck da nochmal rein. 3-mal bin ich gegen die Fackeln gerannt, aber zum Glück. Aber du machst dann jetzt aber auch einen zweiten Versuch, ne? Sonst komme ich mir mies vor. Ich bin ins Ziel gekommen, 1:08. Ich glaube eh nicht, dass du das schlagen wirst. Also, ich glaube, ich brauche keinen zweiten Versuch. Nur so ganz ohne Zeit ist ja auch doof. Da ist jemand aber selbstbewusst. Ja. Beim Fisch hat es ja nicht geklappt, aber der Fisch war auch ein Glücksspiel. Das stimmt. Viel lustiger wird es, wenn man nicht am Ende vom Battle sagen kann, dass das einzige Spiel, wo du gewonnen hast, Glücksspiel ist.
Weil so ganz traurig den Bogen schießen ja auch nicht. Das war so kantig, wie die Steuerung war. Oh mein Gott. Das war ein Mega-Skill, war das. Also ich hab's in 59 Sekunden geschafft. Nicht wirklich. Doch. Darf ich dein Angebot nochmal annehmen und einen zweiten Versuch starten? Aber da bitte ich doch drum. 59 ich warte hier so lange. Sekunden? Wie hast du das geschafft? Das war 9 Sekunden schneller als ich. Gut, ich muss erst nochmal raus. Ach du meine Güte. Ich gehe so lange in die Windmühle. Ich hör's. Ah, ich bin noch gar nicht drin. Ja, es ist meine Windmühle. Ich dachte, ich höre die Musik von dir. So, den ganzen Weg nochmal zurück. Da kann man den coolen Rückwärtssalto machen. Nein, geht nicht. Tja, ja. Ich gehe so lange. Ich rede so lange mit dem Typen. Dem Musiker? Soll ich schon mal ein bisschen spoilern und den Leuten sagen, dass ihr habt Kakariko nicht zum letzten Mal gesehen? So viel sei gesagt. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Der ist ein bisschen länger diesmal. Ach nee, man kann sich ja porten. Wo laufe ich hin? Das ist, ach Mist. Wo laufe ich hin? Sagen wir so, wenn du in 5 Minuten nicht bei Boris bist, ist dein zweiter Versuch disqualifiziert. Bin ich... Wo ist denn der? Da. Ah, natürlich da und dann links. Gott, ist das peinlich. Gott, ist das peinlich. Ich habe übrigens ein Dreiviertelherz verloren, wegen den blöden Geistern da hinten. Kein Wunder, dass ich verloren habe. Wird er langsamer, wenn er keine Herzen mehr hat? Nee, nein. Das war ein anderes Spiel. Wieso geht denn das nicht? Ach, ich glaube, durch die Oben-Unten-Steuerung. Ich muss gerade umdenken und nach oben drücken, wenn ich unten haben will. Moment. Bitte, lieber Geist, tu mir nicht nochmal weh. So. Und rein ins Loch. Link, diesmal packst du's. Diesmal packst du's. Komm schon. Und los geht's. Diesmal schummel ich und mach diese Rollen. Durch die Rollen ist er, glaube ich, schneller als ohne. Wow. Knapp an der Fackel vorbei. Ich spüre praktisch, wie du unter Druck stehst. Du darfst nicht gegen eine Fackel laufen. Ich glaube auch. Vor allen Dingen, da muss man sich konzentrieren, wie blöd. Ich kann hier kaum reden. Ich bin halt auf Risiko. Ich habe die Kurven sehr eng genommen jedes Mal. Glaub mir, das mache ich auch. Ich bin bei 30 Sekunden. Nein! Gegen eine Fackel gestoßen. Halt durch. Das packe ich nicht. Kletter. Welche Zeit hattest du? 59, glaube ich. Es gibt ja auch den Trick, dass man links rumläuft. 54, das packe ich nicht. 55, 56, 57, 58. Nein! Eine Minute. Herrlich. Der Punkt geht an dich. Wie viel steht's? Das wäre jetzt aber blöderweise auch schon das 3-1, glaube ich. Stimmt. Aber gib mir wenigstens eine Chance auf den Ehrenpunkt am Ende. Ja, yep, aber so. Eine Sekunde. Okay. Also, ich gehe erstmal heulen und dann machen wir weiter. Also, bis gleich. Bis zur letzten Challenge.